Buonasera aus Mailand. Die Intermod in Köln ist eigentlich gerade erst zu Ende und schon gibt es für uns wieder das nächste große Ereignis. Diesmal den Mailänder Salon, auch EICMA genannt, oder hier in Italien, die Italiener sprechen das EICMA aus. Der Salon selbst ist eigentlich noch gar nicht eröffnet, aber wie jedes Jahr präsentiert Ducati seine Neuheiten bereits am Abend vorher. Deswegen sind wir hier auch nicht auf dem Messegelände, sondern in einem Theater im Herzen von Mailand. Die große Neuheit bei Ducati ist natürlich in diesem Jahr die Diavel, die Sie hier hinter mir sehen. Das Motorrad ist an sich keine Überraschung, denn es gab vorher schon jede Menge Erlkönig, Bilder und auch Informationen, die Sie bestimmt auch bei uns schon im Heft gesehen haben. Die Diavel, nun, wie will man sie bezeichnen? Das Motorrad hat viel von einem Custom-Bike, aber erinnert auch an die Yamaha V-Max. Ducati selber bezeichnet sie als Roadster. Aber wie auch immer man sie bezeichnet, das Motorrad ist auf jeden Fall sehr beeindruckend mit dem großen hochgezogenen Tank, den der Designer Jan vorhin als Buckeltank bezeichnet hat. Dann kommt noch zwei riesige Auspuffstöpfe und natürlich ein richtig fetter Hinterradreifen. Ein 240er, wie Claudio Domenicali, der technische Chef, gesagt hat, entspricht das 8 Zoll. Auch technisch bietet das Motorrad sehr, sehr viel. Überraschend ist nämlich, dass die Diavel 162 PS hat. Im Vorfeld dachte man eigentlich, Ducati würde mehr nur auf ein volles Drehmoment von unten setzen, aber nein. Wie gesagt, sind 162 PS und dazu noch ein Drehmoment von 127 Newtonmetern. Jede Menge also. Mit dem Motorrad kann man wirklich Spaß haben, wenn man will. Ansonsten ist alles an Bord, was man an Elektronik im Moment braucht. Also Traktionskontrolle, Ride-by-Wire, ABS und die Fahrprogramme, die Ducati in letzter Zeit bei allen Motorrädern verbaut. Ein Wort noch zum Namen. Das Motorrad heißt Diavel, was auf Deutsch so viel wie Teufel bedeutet. Es handelt sich aber nicht um ein italienisches Wort, sondern ein Wort aus dem Bologneser Dialekt. Ducati sitzt ja in Bologna, genauer gesagt im Bologneser Stadtteil Borgo Panigale. Und angeblich, so zumindest die Legende, hat bei der Werksvorstellung, bei der Vorstellung im Werk des Motorrads ein Techniker ausgerufen, Ignoranz cum al Diavel, was auf Deutsch so viel bedeutet, sie ist so böse wie ein Teufel. Bei mir ist jetzt Diego Scorbati, der Marketingchef von Ducati. Diego war früher bei BMW, unter anderem auch in München, deswegen spricht er recht gut Deutsch. Diego, kannst du uns schon etwas über den Preis der Diavel sagen? Ja, der Diavel wird knapp unter 17.000 Euro kosten und der Diavel Carbon wird unter 20.000 Euro. Apropos Carbon, von diesem Muskelbike hat Ducati ja auch gleich noch eine Spezialversion gemacht, nämlich die Carbon. Warum, Diego? Weil Carbonfaser gehört zu Ducati Gene und zu Ducati DNA und wir wollten dem Diavel eine Vollverkleidung in Carbon widmen und so ist die Diavel Carbon entstanden. Noch eine Frage, wann kommt die Diavel auf den Markt? Die Diavel kommt bald, wir werden die erste Einheiten im Januar 2011 liefern. Wunderbar, vielen Dank Diego. Bitteschön.